Stadt, wohin das Ding uns führt. Er wird ihn bald vom Himmel holen. Wohin führt uns das Teil? Tut mir leid, Officer. Aber ich muss hier durch. Mit dem Penner habe ich noch eine Rechnung offen. Den schicke ich in einem Leichensack zurück nach Bloodhaven. Interessant. Habe ich dir schon mal gesagt, dass ich Pflanzen hasse? Vor allem die Menschenfressenden. Ja, ich glaube, das haben wir schon mal gehört. Warte mal, was ist das denn hier? Der Winde? Sieh es nicht als Zeitprüfung, Detektiv, sondern eher als Zeitfolter. Zeit. The fuck? Wo kommt das denn jetzt her? Da oben kreist Batwing. Was macht das Ding da oben? Es ist ein Fledermausflugzeug, das macht das Fledermausflugzeug halt machen. Oh, also so ziemlich alles, was es will. Das whatever Batwing das. Halt, wo war das Ding jetzt? Da unten. Ah, fuck. Niederlage. Der Test misst die Intelligenz unter Extrembedingungen, dunkler Ritter. Also, fuck. Ah, da wusste ich dies. Ich bin allergisch gegen Bullshit. So eine Scheiße. Das ist Israel. Intelligenz unter Extrembedingungen messen, ja. Wie gut kannst du fliegen? Ja? Wie gut kannst du fliegen und das Ding finden? So billig, ey. So billig. Der Riddler ist auch nicht mehr das, was er mal war. Was ist das denn jetzt schon wieder? So, Kinderwagen. Und Ezreal ist hier irgendwo. Ach, da oben. Da ist er ja. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, Bruce, aber ich könnte jetzt glatt ein paar Leute töten. Was? Keine Lust? Na, dann vielleicht später. Nee, verzichte. Obwohl ich bei ihm immer noch ein sehr schlechtes Gefühl habe. Ich bin bereit für deine letzte Herausforderung. Es ist die härteste bisher. Na, die anderen waren nicht besonders hart. Ja, erwarte ich denn jetzt aber was Gutes? Ernsthaft, das war's. Das ist die härteste bisher? Ernsthaft? Nein! Ach stimmt, ich darf ja nicht getroffen werden. Ein würdiger Nachfolger kann diese Herausforderungen meistern, ohne getroffen zu werden. Konzentriert bleiben. Hat Robin sie auch getroffen? Gemeistert, ohne getroffen zu werden, frage ich mich gerade. Na verdammt. Ich werde nicht noch einmal versagen. Sagst du. Mach dich bereit. Los. Ja. Er hat versagt. Ich kann nur mir selbst die Schuld dafür geben. Ja, ich habe damit nichts zu tun. Besser.
Nächstes Mal werde ich siegen. Können wir mal sehen. Konzentrier dich. Ich hab mich, wie viele Sprüche der hat. Da. So, du kriegst noch eins auf den Mütz. Und jetzt du noch. Das war nicht besonders schwer. Muss ich zugeben. Ich muss dir meinen Respekt zollen, Azrael. Du hast den Test bestanden. Ich melde mich, wenn ich mich entschieden habe. Die Entscheidung fiel bereits, Batman. Ich bin jetzt bereit. Ich entscheide, wie das läuft, nicht du. Mit jedem Augenblick, den du vergeudest, fällt Gotham tiefer. Entscheide dich rasch, oder sie ist auf ewig verloren. Sir, wir haben Azrael identifiziert. Sein echter Name ist Michael Lane. Er war GCPD-Officer, bis man ihn wegen psychologischer Probleme suspendierte. Und dann, er scheint wie vom Erdboden verschluckt. Damals muss der Orden von Saint-Dumas ihn rekrutiert haben. Es wird noch viel seltsamer, Sir. Der Weltcomputer hat Unregelmäßigkeiten in Lins Physiologie festgestellt. So etwas habe ich noch nie gesehen. Schick die Daten zum Uhrenturm. Ich analysiere sie dort. Ganz recht, Sir. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Unregelmäßigkeiten in der Physiologie? Ist der ein künstlicher Mensch? Kann ja sein, oder? Was ist das hier nochmal? Ach, Superbetäubung. So ein Quatsch. Ach, es wird mal Zeit für den Sprungsitz. Okay. Analysiere im Uhrenturm Azraels ungewöhnliche neurologische Aktivität. Er hat einen Computer im Hirn. Er hat einen Tumor. Er ist ein psychiatrischer Killer. Scarecrow hat zig Panzer. Wo ist mein Panzer? Das ist nicht fair, Mann. Das mit dem psychiatrischen Killer ist gar nicht so unwahrscheinlich bei dem. Wir wohl in Azraels Gehirn, Betsy. Wer weiß, vielleicht verbirgt sich ein böser Hofnarr darin. Du würdest lachen. Dem Batman zu helfen hat seinen Preis, wie sie dank dieser Erinnerung auch immer weiß. Kein Objekt geortet. Ist. Ein Kopierer, sonst nichts. Was ist das denn? Ah ne, das ist Barbara Superscheiß. Es ist nur die gleiche Form gewesen, aber eine andere Farbe. Okay. Identität bestätigt. Ich glaube immer noch nicht so ganz, dass sie wirklich tot ist. Ehrlich gesagt, ich kann es nicht glauben. Ich sende jetzt die Daten über Michael Lane. Ich bin kein Neurologe, Sir, aber ich bin ziemlich sicher, dass das nicht aussieht, als würde es in ein Gehirn gehören. Es handelt sich um einen implantierten Mikrochip, der mit dem Schläfenlappen verbunden ist.
der Gehirnregion zum Speichern und Abrufen von Erinnerungen. Welche Erinnerungen? Beginne Visualisierung. Azrael, Bewahrer des Glaubens, Verteidiger der Reinheit. Der Orden von Saint-Dumas beschützt Gotham nun seit über 500 Jahren. Und es ist eine heilige Pflicht, unser Vermächtnis fortzuführen. Du hast den dunklen Ritter jahrelang studiert, seine Strategien erlernt, seine Taktiken analysiert, jedes seiner Manöver perfektioniert. Die Zeit ist gekommen, deine Mission abzuschließen. Nun finde Batman. Beweise ihm, dass du ein würdiger Nachfolger bist. Erst dann, wenn du das Vertrauen von Batman gewonnen hast, wirst du dein Schicksal erfüllen können. Aha. Er scheint keine schlechten Absichten zu hegen. Wollen Sie etwa sagen, dass diese Erinnerungen manipuliert wurden? Ja, ich kenne dieses Symbol aus Arkham City, Alfred. Es ist die Geheimsprache des Ordens. Sie haben Markierungen in Lanes Erinnerungen versteckt, die sein Verhalten aus dem Unterbewusstsein heraus verändern. Wenn ich die Markierungen finde, kann ich die Frequenz rekonstruieren und die Botschaft entschlüsseln. Na, dann wollen wir mal. Pass auf, da kommt raus, er soll Batman töten. Achso, wir sollen die Zeit ändern? Nee. Achso, doch drehen. Ich habe nichts gefunden. Ich muss die Markierungen scannen. Die Markierungen scannen. Da ist keine. Da. Indem ich die Markierung gescannt habe, wurde ein Teil der Frequenz rekonstruiert. Es funktioniert. Perfekt. Ist hier irgendwas? Scheint nicht der Fall zu sein. Da war was. Ein weiterer Teil der Frequenz wurde rekonstruiert. Da, noch ein Zeichen. Es gibt vermutlich noch eine weitere Markierung, die ich scannen muss. Crime Scene. Do not enter. Da. Das war's. Die Frequenz ist vollständig. Jetzt sollte ich die Botschaft lesen können. Also bin ich mal gespannt. Der dunkle Ritter steht unserem Vorhaben im Weg. Er verhindert, dass das Böse in Gotham wahre göttliche Gerechtigkeit erfährt. Wenn du dich bewiesen hast, warte auf den rechten Augenblick und strecke ihn nieder. Nimm deinen rechtmäßigen Platz als Gothams neuer Beschützer ein. Sei voll und ganz willens, deine Mission zu erfüllen und diese Stadt zu schützen. Dachte ich mir. Überraschung. Definitiv kein Blatt vor dem Mund, nicht wahr, Master Bruce? Wie stoppen Sie ihn? Wird er nicht. Lane. Lane ist tot. Ich bin Azrael, Ritter des Ordens von Saint-Dumas. Der Orden hat dich angelogen, deinen freien Willen geraubt. Lügner, du verhinderst die wahre Gerechtigkeit. Wir stehen auf der gleichen Seite, Michael. Nein. Nein. Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, was ich tue. In diesem Fall hast du die Wahl. Bewahrer des Glaubens, du weißt, was getan werden muss. Ernsthaft? Ich geh doch mal. Der dunkle Ritter muss sterben. Ich will aber nicht. Es ist deine Pflicht, unseren Befehlen Folge zu leisten. Schwert ergreifen, Uhrenturm verlassen. Nee, ich geh doch mal.
Du hast dich richtig entschieden, Michael. Ich erfülle nur Gottes Werk. Der Orden muss bezahlen für das, was sie mir antaten. Wenn du das sagst, ich trau dem immer noch nicht. Okay. Also ich glaube, sein Nachfolger wird dann nicht mit dem Implantat. Darüber muss ich mir keine Sorgen machen. Und auch sonst niemand. Nachladezeit verringern, okay. Sonst können wir nichts mehr machen. Schade. Batwing-Analyse starten. Azrael. Michael Lane, Polizist. 1,88 groß. Erstes Auftreten in Azrael. Death Dark Knight. Ist Todes dunkler Ritter wahrscheinlich. Nummer 1 im März 2009. Ist ein relativ neuer Charakter. Vor Jahren war Michael Lane Teil eines Programms, dessen Ziel darin bestand, ultimative Verbrechensbekämpfer zu schaffen. Es führte jedoch dazu, dass er zu einem verrückten Kriminellen wurde. Nachdem Batman seine Pläne durchkreuzt hatte, berichtete Michael seine Sünden dem Orden von Saint-Dumas. Dieser rekrutierte Michael und ließ ihn unter dem Namen Azrael mit der Rüstung des Leids und dem Schwert der Sünde das Böse bekämpfen. In Arkham City hat Azrael Batmans Untergang prophezeit. Nachdem er den Kampfstil des dunklen Ritters einstudiert hat, sieht Azrael sich als der auserwählte Nachfolger des maskierten Rächers. Die Rüstung des Leids macht ihn stärker, ausdauernder und schneller. Im Schwert der Sünde brennen die Seelen der Verdammten, neigt zu Anfällen von Wahnsinn, ausgebildeten Militär und Polizei. Ja. Und der Hang zum Wahnsinn ist auch genau das Problem. Ach, das ist die Erinnerung. Liberty saved. Secret Benefactor. Batgirl rettet Commissioner. Batgirl verhindert Museumsüberfall. Wer ist Batgirl? Geht nicht. Ah, doch. Tja. Okay, was machen wir denn jetzt? Gerste Oracles Uhren tummt über. Das müssen wir machen. Okay, statt der Angst 59%. Das heißt, wir sind bei der Hauptquest zur Hälfte durch ungefähr. Na gut, wenn wir schon mal hier sind, dann können wir es auch gleich machen. Alfred, ruf die Aufnahmen vom Scanner des Batwings ab. Natürlich, Sir. Wie Sie sehen, hat der Batwing seine Runde über Founders Island beendet. Aber es gab keine Spur vom Cloudburst. Ich würde Sie natürlich informieren, wenn sich die Situation ändert, aber... Oh, einen Moment, Sir. Ich empfange gerade einen Notruf aus dem Filmstudio. Na nö. Batman, ich hoffe, du kannst das hören. Das Filmstudio wird angegriffen. Robin hat Ärger. Hören Sie mir genau zu. Sie müssen diesen Raum versiegeln. Die Infizierten dürfen nicht raus. Natürlich. Was soll ich... Henry! Genug jetzt von dir! Sieh an! Wer kommt denn da zu spät, um die Welt zu retten? Wie läuft's, Batbrain? Schon ein Weilchen her? Harley Quinn. Du erinnerst dich also? Wie schräg! Denn du hast das Einzige getötet, was ich je geliebt habe. Und jetzt erfahre ich, dass du eine ganze Generation neuer Joker für dich behalten hast. Ich weiß. Peinlich. Tu es nicht. Sie sind instabil. Oh, sie sind instabil? Vielleicht solltest du mal einen Blick in den Spiegel werfen. Alfred, ich muss zu den Filmstudios. Beeilen Sie sich bitte. Miss Quinn ist mental instabil. Robin könnte in großer Gefahr sein. Ja.
Die ist nicht die einzige, die mental stabil ist. Oha, ich komme. Wir hätten diese zweitklassigen Kopien massakrieren sollen. Wehe, wenn sie Robin töten, Bats. Das war mein Plan. Keine Sorge, das lasse ich nicht zu. Dein Plan allerdings auch nicht. Wie geht's hier jetzt nochmal raus? Ach da. Oh, Harley, mein Schätzchen, ich komme. Er schlägt sich bisher ganz ordentlich gegen diese Armee. Ich dachte, der wäre so gut wie tot. Ich werde stärker, Bats. Kannst du mich fühlen? Mein Griff um deinen immer schwächer werdenden Verstand wird fester und fester und ich lasse nicht los. Das ist ja widerlich. Ganz ehrlich, das ist so widerlich.